zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 mit Rap, die auf der Grünfelder rennt. Ja, schon dumm, aber. Volker, warum, hallo? Jo, Volker, Dietl hier. Jo. Jo. Kann ja sein, dass du die letzten paar Wochen nicht Gehalt bezahlt hast? Fällt mir gerade so auf. Du warst ja nie da. Fortbildungen? Ja, dafür kann ich ja nichts. Ja. Aber letzte Woche war ich zum Beispiel da. Und davor die Woche auch. Ja. Ja. Das heißt, mir fehlt ein bisschen was, ne? Naja. Und da, denkst aber dran, dass es nur ein Gutwill von mir ist, ne? Ja, weiß ich. Der Herr Jäger weiß nicht, wie er deine Paletten unten aus. Achso, ja. Ich muss kurz recht sein. Moment. Hier. Yeah. Dankeschön. Ja, ich durfte auch gerade vom Herrn Jäger seinen Streifenwagen bergen. Ja, wer meint, sich volles Fund in den Baum reinsetzen zu müssen? Okay. Gut, ich muss mal kurz mit dem Jäger telefonieren. Alles klar, mach das. Ciao. Ciao. Klingelingeling. Jäger? Ja, Volker, warum hier? Servus. Sollten jetzt Paletten dastehen? 10 Stück. Ich habe 15 bestellt. Ja. Machen Sie erstmal die 15, die 10 weg und dann sagen Sie mir Bescheid. Ja. Weil solange die 10 nicht weg sind, kann ich keine weiteren 5 hinstellen. Ja, wird gemacht. Gut, bis gleich. Ja, bis gleich. Kurz durchklingeln. Ciao. Ich hab 15 bestellt. Ja, natürlich hast du 15 bestellt. Aber brauche ja euer Platz hier. So. Endlich Pflanzenschutztechnik am Start, ja. Die stand ja ewig beim Neumann rum. Bin ja froh, dass er nicht noch hier Gebühren verlangt hat. Warte mal, ich muss nur die 2000 Euro aufschreiben, die ich gerade an den Diesel überwiesen habe. Ah, ich muss so viel aufschreiben, ey. Diesel. Dass es mit der Steuererklärung nächstes Jahr auch deutlich besser läuft, weil dieses Jahr haben wir, glaube ich, eher Minus gemacht durch die Steuer. Servus. Ja, servus Volker. Dein Anhänger ist voll. Der Joskin drüben. Ja. Hast du noch den Schuhboden drüben stehen? Ja, da müsste vielleicht noch Platz sein. Dann fahr darüber. Und Diesel könnte ich auch langsam gebrauchen. Ich habe noch Viertel voll ungefähr. Ja, das reicht für das Feld voll. Ich hoffe, das reicht. Tank ich dann am Hof. Okay. Gut, danke dir. Also der Joskin ist voll. Jo. Ah, Volker. Ja. Und ich könnte dir anbieten, hinsichtlich der Rechnung, dass wir 90.110,80 € machen, wenn du es sofort zahlst. Machen wir Schneidwerk kurz runter, bitte. Gut, Herr Jäger, ich leg mal auf. Das ist okay, Herr Diesel. Gut, ciao, ciao. Heißen Sie jetzt Jäger oder Krüger? Eigentlich Krüger. Hat das nicht mal schön versprochen. 91.000, die kann ich aber im Moment nicht aufbringen. 90.110,80 €. Die kann ich im Moment noch nicht aufbringen. Muss ich erst Rocken verkaufen. Ja, das ist kein Problem. Ich guck mal, dass ich es die Woche noch hinkriege. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Kann mal gucken, was du brauchst. Ja, ich guck, dass ich es die Woche hinkriege. Gut, danke, bis gleich. Bis gleich. Nee, du nicht.
Gut, dann heißt jetzt Pflanzenschutztechnik ab zum Hof. Und dann Anhänger entleeren. Erstmal den Loskin. Und dann. Einen Tatra nehmen. Und den großen Anhänger entladen. Wobei ich da überlege, ob ich mich direkt verkaufen soll, aber das wird erst was morgen früh. Wir brauchen eigentlich auch das Stroh, ey. Jetzt fliegt mir gerade wieder alles geschäftstechnisch um die Ohren. Kommt wieder zum Nichts. Scheiße. War nur geblitzt worden, ey. Hier auch schon bald durch. Ist auch nicht mehr so wild. Aber interessant ist, wir haben jetzt schon 100, Minimum 110.000 Liter Roggen. 110.000, das heißt, wir haben auf jeden Fall 80.000 Euro hier liegen. Aber das Geld war eigentlich für ein neues Feld gedacht. Jetzt soll ich 90.000 an den Krüger zahlen. Warte mal, da fällt mir irgendwas an. Das könnte ich doch vielleicht mit Herrn Weber nochmal besprechen. Alle Diesel hat ja auch so eine hohe Rechnung gekriegt. Wenn der da mitzieht, vielleicht kriegt er da ein bisschen Geld zurück. Und ich muss weniger zahlen. Mal klären.
So, einmal blitzen diese Woche reicht. Deshalb ein bisschen aufpassen. Wieder am Feld. Dann kann ich rüber. Und kann man, glaube ich, hier mal den Ladewagen drin. Bisschen Stroh. Ich bin am Überlegen, ob ich auch bezüglich der Rechnung vom Krüger, ob ich da einen Anwalt einschalten soll. Bin mir noch nicht ganz sicher. Weil es mir doch ein bisschen sehr hoch vorkommt. Dass ich das einfach mal vom Anwalt prüfen lasse, ob es tatsächlich alles so konform ist, wie er das angibt. Und ich sag mal so, wenn wir 20.000 sparen, dann sparen wir 20.000. Volker Baum, hallo? Jo, Volker Diesel hier. Hi. Hi. Ich wollte fragen, ob bei dir so eine Palette Bretterpaletten ist. Weil die Paletten waren, glaube ich, 5.600. Okay, ja, weil ich habe mir jetzt den Schreiner gekauft. Okay, Glückwunsch. Der steht jetzt offiziell in meinem Besitz. Also Bretter und Paletten sind 5.600, sind aber auch 2.000 Meter. 200 Meter. Also, nee, okay. Quatsch. Was laber ich da? Sind 8 Tonnen. Okay. In den 8 bin ich durcheinander gekommen. Ja, muss ich halt noch ein bisschen sparen auf die Bretterpaletten hin. Ja, wie gesagt, die sind halt auch ein bisschen schwerer beladen. Ja, darum, ja, das ist kein Thema. Deshalb kosten das die auch ein bisschen. Halt, ja, das wollte ich halt nur wissen. Ja. Alles klar. Gut. Bis denn. Bis dann, ciao. Ciao. Bei dem bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Der guckt immer nur nach seinem eigenen Gusto, habe ich das Gefühl. Da weiß ich nicht, was so noch passieren soll. Ja, ist der Preis jetzt für Dings schon wieder gesunken? Für Strom. Naja, Kleinvieh macht auch Mist.
Bin mal gespannt, wie viel ich durch das Stroh einnehmen wird. Ein bisschen was wird es ja schon sein. Ach, da geht's doch weiter. Wenn es nur ein paar tausend sind, ist es egal. So, ist das jetzt fertig hier? Ich könnte probieren, ob die Blaubeeren vielleicht ein bisschen Stroh brauchen. Und der Jäger hat sich auch nicht mehr gemeldet. Er wollte noch mal 5 Paletten haben. Vielleicht hat er es vergessen. Da fahren wir ein bisschen im Kreis. So, guten Morgen, liebe Leute. So, jetzt nochmal der Versuch, die Spur zu finden. So, jetzt können wir gerade mal gucken. Stroh ist immer noch bei 18 Euro. Und der Roggen ist gesunken, ey. Shit. 760 war der alte Roggenpreis. Und jetzt sind wir einfach nur noch im Preis von 700. 700 bisschen was. Ja, ist halt so, ne? Kriegt man dann nicht mehr gebacken, dass wir einen guten Preis dafür kriegen. Zumindest nicht diese Woche, denke ich. Aber dann hat der Diesel, nee, Quatsch, nicht der Diesel, der Dings da halt Pech gehabt, ne? Blaubeer. Volker Rauner, servus. Hey Volker, grüß dich. Na, alles gut bei dir? Ja, alles supi. Viel zu tun, aber läuft. Und bei dir? Tja, noch mehr zu tun, aber läuft. können wir ein Lied von singen, ne? aber sowas von. Ich wollte gerade mal fragen, ob du Stroh brauchst. Nee, ich habe die Lager pickepacke voll. Schade. Da bin ich auch bedient bis oben hin. Okay. Ja, ich dachte nur, weil ich habe meine 2 Roggenfelder jetzt ernten ja. lassen. Ja, okay. Und da kommt halt Stroh runter. Ja. Nee, ich habe letztes Mal schon alles untergegrubbert, weil wir bis oben voll haben. Okay. Ja, so. Okay, dann. Aber danke für die Nachfrage trotzdem. Klingt halt nicht viel, aber. Ja. Aber dann verkaufe ich mal weiter. Hab's jo, alles nicht weit. Klar. Muss nur über die Straße. Ja, schon. Ich glaube, der wird zu mir. Das geht ja.
fährt weiter. Okay, jo, alles klar, Volker. Dann. Wie schaut es mit den Paletten aus eigentlich? Ja. Wenn ich gleich meine Felder bestellt habe, schaue ich mal nach. Okay. Gut, passt. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Gut, weil dann kriegen wir Paletten auch noch Kohle rein. Und zwar, glaube ich, nicht zu knapp. Gut, aber liebe Leute, das war es dann auch schon wieder von der heutigen Folge Lean Farming. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.